Deklu mit einem Shutout. Trotzdem hütet heute Manzato das Tor und da die erste Möglichkeit für Servet und Stefan auf dem Posten. Jetzt fällt aber doch noch das Tor nach dem Schuss aus dem Hinterhalt von Enzo Gebe. Gebe mit dem Treffer, seinem ersten in dieser Saison. Er stand tatsächlich bei 0-0-0. Erster Treffer, noch kein Assist bisher, Gebe, der siebte Verteidiger. Sehen wir noch einmal hier die Wiederholung. Moi steht richtig, kann Stefan auch noch die Sicht wegnehmen. Kommt von hinter dem Tor, lenkt vielleicht sogar noch ab, aber vermutlich ging er direkt. Ein Aktivposten will zeigen, dass er auch eine valable Option für die National League sein könnte, während Moi hier abschließt und Stefan einen Moment nicht wusste, wo die Scheibe ist. Die Scheibe landet im Tor und wird auch gegeben. Moi im Nachsetzen und dann fällt das 2-0. Kurios dieser Treffer. Schauen wir uns die Wiederholung noch einmal an. Stefan versteht die Welt nicht mehr. Ja, Tyler Moy macht Werbung in eigener Sache. Vertrag, wie gesagt, zu Beginn der Übertragung läuft aus. Dann Fair mit einem harten Check an Due. Moy schießt und dann behält er die Übersicht. Und ich glaube, wenn er dann die Stockschaufel nicht nochmal ranhält, dann geht die Scheibe möglicherweise nicht wurde. Und jetzt Lausanne in Überzahl. Fällt der Anschlusstreffer. Nix ist mit 100 Minuten ohne Gegentor. Udon macht kurzen Prozess in diesem Überzahlspiel. Ja, dafür muss er eben auch nicht laufen. Da kann er stehen und scoren. Bedankt sich beim Herrn. Er ist ein Sniper, das ist das, was er auch bei Montreal gezeigt hat, wenn er bei den Canadiens gespielt hat. Vermin war gut postiert vor dem Kasten von Stefan wieder und da fällt tatsächlich das 3-1 und wer ist es? Es ist Guillaume Asselin. Den ersten Treffer bereits abgelenkt. Le Coultre mit dem Assist. Und Asselin mit dem Treffer. Malgin hat sich beschwert, gemotzt und kriegt gleich noch einmal 2 Minuten. Ja, dieser Asselin ist wirklich... Aber dieser Asselin ist wirklich unglaublich kaltblütig. Sensationell. Und da fällt gleich das 4-1 im Moment, wo Malgin zurückkommt. Wieder Schuss von der blauen Linie. Richard oder Roth? Roth, der Torschütze, 16. Treffer auch für ihn bereits. Ah ja, da fährt er fort. Le Coultre. Asselin. Asselin und da schießt er tatsächlich die Nummer 3 am heutigen Abend. Guillaume Asselin, 28 Jahre alte Québécois. 2 Saisons jetzt beim HC Cedars, 4 Treffer im Total. Das in 3 Spielen in der National League. Kaum zu glauben sowas. Natürlich jetzt spielt er auch im Überzahlspiel, aber trotzdem sehr opportunistisch. Stefan hier mit dem Abschluss.